Was? Nein! Den habe ich übersehen. Was? Ah! Lassen Sie das! Von da hinten! Wow, das war schlecht gezielt. Und habe trotzdem getroffen. So, was habt ihr denn da? Königsbogen, da habe ich noch ein paar von. Was passiert eigentlich mit dem Licht hier ständig? Es wird ständig hell und dunkel. Und das mitten am Tag. So, versuche jetzt erstmal die Kissen zu knacken. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich höher. Oh, was haben wir denn da? Einen gefrorenen Fisch. Okay, die kann ich nicht fotografieren. Gefrorener Barsch. Du kannst daran lutschen, aber viele Herzen füllen dann nicht auf. Was? Immerhin kühlt dein Körper dadurch etwas ab und wird so vor Hitze geschützt. Für eine Minute. Und ein bisschen Geld. Ritterschwertasche ist voll. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. So. Ja, dann scheint es das hier schon gewesen zu sein, oder? Gucken wir mal ein bisschen hier unten um, nicht, dass wir einen Schrein verpassen. Ich brauche übrigens Holz. Es ist so lächerlich, dass aus dem Riesenbaum nur ein einziges Holzbündel rauskommt. Ach bitte. Soll es einfach verwenden, damit sie da kaputt geht. So. Dann kann es sich nämlich wieder aufladen. Königshellebarde mit Ritterhellebarde ausgetauscht. Yay. So. Gibt es hier noch einen Schrein? Hallo? Ich sehe nichts. Ich bin viel zu weiß hier. Ich finde es übrigens schön, dass das Wetter heute mitspielt, wenn es auch nicht so angekündigt war. Angekündigt war nämlich eigentlich sonnig mit 16 Grad. Draußen regnet es. Das heißt aber auch, dass gerade keine Sonne auf meinen Bildschirm scheinen kann. Es gibt ja sonst nichts, ne? Ich habe jetzt gleich irgendwas Riesiges aus dem Schnee gräbt. Ist sonst nicht. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich da. es lohnt sich. Wieder zurück zum Schrein. Auch wenn das uns gerade ein bisschen weiter zurückwirft, aber wenigstens bin ich ja wieder oben. So muss ich nicht die Wand hochklettern.
Ich könnte es mal versuchen, mal ausprobieren, was wir heute in den Kisten haben. Ich habe ja die Amiibos hier immer noch auf dem Tisch zu stehen. Gefrorene Forelle. Ich glaube, hier ist alles gefroren. Grundsätzlich. Ein Opal. Gefrorener Karpfen. Gefrorener Barsch. Obacht mit Halbkörper Plus. Kann wieder zurück in die Kiste. Brauchen wir nicht. Und noch ein Kühlschrank mit Haltbarkeit plus. Das tauschen wir aber aus, oder? Das hier ist mit mehr Schärfe. Das hier ist mit... Was ist das? Was ist das für ein Effekt? Mehr Angriffskraft. Und das hat den Gnaden... Ach, das war das mit dem Gnadenstoß. Ja doch, bald waren wir dabei. Dafür kommt das weg und wir nehmen uns dieses Glücksschwert noch. Weg! Mit Haltbarkeit plus. Was leuchtet da hinten? Das Haus ist da rechts, das leuchtet da links. Sollte wahrscheinlich bloß auf den Schrein hinweisen. So. Da würde ich mal sagen, ich fliege jetzt mal auf das Bilon-Schneefeld. Wow. Wo kommen Sie denn her? Ich verfehle wahrscheinlich trotzdem alle möglichen Schreine und Crocs. Ich sollte mal eine kurze Pause beim Fliegen einlegen, weil sonst kommen wir nicht weit. Ist das Schneefeld. Oh, das ist da oben. Nicht unten, oben. Ah, das ist nochmal so eine... Aber doch nicht damit. Das ist die Holzfäller-Axt. Link, bitte. Sei gefroren. Ist das da hinten ein Wächter? Lass den inaktiv sein. Wobei? Lass ihn aktiv sein. Dann gibt er mehr Loot. Sterbt. Dankeschön.
Was ist mit diesem Wächter los? Der ist überfroren. Tja. War wohl doch aktiv. Das war übrigens mein letzter antiker Pfeil. So, was haben wir denn sonst noch so hier? Wir sind übrigens sogar schon auf dem Bidon-Schneefeld. Das ist da unten. Da hinten, ne? Sind das Steine oder sind das ehemalige Bauten? Ne, es scheinen Steine zu sein. Oh oh. Davor liegt ein Stein. Das ist doch kein Ivarok, oder? Ne, warte, das könnte ein Krog sein. Jaha! Tschüssi. Da haben wir einen Exalfos, der glaubt, dass er nicht gesehen wird. So, was haben wir hier noch so? Shooters Territorium Ukosee. Nein. Ach, fick doch die Wand an. Hallo, Blutmond. Die sind übrigens viel früher respawnt, die Flederbeißer gerade. Die war jetzt gerade schon da. So, das da unten ist Shooters Territorium. Da sind wir durchgeflogen, durchgeschlittert mit dem, bei der Schlittenprüfung. Wo wir dieses tolle Schild bekommen haben. Genau durch diese beiden Flaggen da. Durch diese beiden Flaggen? Shooters Geheimquelle. Ich wüsste gerne, wer diese Leute sind. Ah, erst einmal heilen. Erst mal was trinken. Da ist Aufwind. Nice. Okay. Wieder voll geheilt. Sehr schön. Ich mag heiße Quellen. Wir könnten jetzt also wieder hoch in die Hebraberge. Denn da drüben ist riesiger Aufwind. Was ist das? Ist das nein? Ein Säbelnashorn, okay. Autsch, wow. Ihr seid mir eine Riesenhilfe. So.
sterbt. Dankeschön. Ja, ich gehe nach oben und springe rein. Ist ja schon gut. So. Ey, was ist? Das sieht mir auch verdächtig nach Grog aus. Ich darf bestimmt nicht übertreten. Vielleicht hätte ich reinsegeln können, aber... Nee. Was muss ich dann machen? Ach, warte. Ich muss wahrscheinlich genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Reinsegeln. Gibt ja einen Grund, warum hier riesiger Aufwind ist. Nein? Dann keine Ahnung. Das muss eine Bewandtnis haben. Gibt's da schon irgendwo welche Steine? Okay. Ist vielleicht irgendwas versteckt? Was zum... Was ist das? Was leuchtet denn da hinten? Ich kann nicht näher ran. Vielleicht metallisch? Auch nicht. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht hat der Bus irgendwas nicht registriert gerade, weil ich ja von oben reingehopst bin. Nee, keine Ahnung. Was muss ich denn hier machen? Warte mal. Warte mal, da fehlt ein Stein. Hier ist Abstand größer, hier fehlt doch ein Stein. Ich muss einen Stein finden. Da ein Stein? Nein. Oh, Frostlinge. Huch. Ton? Ton! Hallo? Hallo? Ich habe plötzlich keinen Ton mehr. Warum? Protest? Ich höre nicht mehr. Gut, für Steine finden wir jetzt nichts hören, aber es wäre schon schön, wenn man hört, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Ich sprühe es mal gerade nach, warum mein Ton weg ist. Einen Augenblick bitte. Ich habe wieder Ton. So. Aber noch keinen Stein. Ich benötige einen Stein.